Der dritte Golfkrieg. In diesem Video erklären wir euch den dritten Golfkrieg. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 verdächtigte die US-amerikanische Außenpolitik von Präsident George W. Bush den Irak. W. Bush Jr. verdächtigte auch, dass der Irak den internationalen Terrorismus fördert und dass er auch mit Hilfe von Giftgasen die Bevölkerung unterdrückte. Er wollte mehr und wollte auch Atombomben herstellen und dadurch die ganze Region unsicher machen. Dies sah die USA als Gefahr und fand es nötig, im Irak einzugreifen, um dadurch Saddams Regime zu vernichten. Bis heute sind Historiker nicht einbar, welche Motive die USA damals antrieben. Daher gab es viele Theorien, beispielsweise, dass sie eingreifen, weil sie mit Israel verbündet sind, oder dass sie es tun wegen den vielen Erdölquellen. Doch Saddam besaß keine Massenvernichtungswaffen und hat nichts mit dem Terroranschlag am 11. September 2001 zu tun. Das heißt, dass die USA nicht vom Irak bedroht ist. Doch wieso will man den Krieg führen? Weil George Bush will beweisen, dass die USA die einzige verbliebene Supermacht ist und dass der Krieg die arabische Welt westlicher machen würde. Die Beweise, die die USA gegen den Irak angeschafft hatte, waren meistenteils falsch oder erfunden. Mitten in der Nacht am 20. März 2003 begann die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten die ersten Angriffe auf den Irak. Schon am 14. April, nach Aussagen des US-Verteidigungsministeriums, wurde der Krieg beendet. Am 13. Dezember 2003 fand man Saddam Hussein in einem Erdloch. Er wurde verhaftet und danach von einem irakischen Gericht verurteilt. Am 30. Dezember 2006 wurde Saddam erhängt und damit war der Irak indirekt befreit. Doch die USA und ihre Verbündeten wendeten zu wenig Soldaten an. Und damit war der Irak immer noch unsicher. Ich hoffe, ihr versteht jetzt den dritten Golfkrieg besser. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, es hat euch gefallen.